Hey buddy, so we can do it friendly, team up, you know? Geht ab, meine liebe Lebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ auf meinem Kanal, liebe Leute. In dem heutigen Video werden wir einige Fights sehen und ihr werdet auch sehen, dass der Host mich wirklich vom Server kickt. Das ist mir jetzt, glaube ich, schon dreimal passiert und ihr werdet auch einen leichten Rage von mir mitbekommen. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Let's go! Auch sehr schön geschrieben, Leute, ihr seht es jetzt gerade unten. Obwohl dies ein Deathmatch-Server ist, sollte Kommunikation nicht ausgeschlossen sein. Finde ich sehr, sehr schön, dass die Admin oder die Mods das da reingeschrieben haben. Weil ich finde, ihr wisst Bescheid, DayZ, wenn man da nicht reden kann, dann macht dieses ganze Spiel irgendwie keinen Sinn. Dann haben wir eigentlich ein Call of Duty. Und es ist auf jeden Fall übel nice, dass sie es da reingeschrieben haben. Props gehen auf jeden Fall an diesen Server raus, Leute. Hallo? Ja, der wollte nicht mit mir reden, Leute. Oh, der lebt sogar noch. Jetzt nicht mehr. Ah ja! Ah ja! Schaut mal, wer da auf dem Dach ist. Schaut mal, wer da auf dem Dach ist. Oh, der ist tot. Saber. Ah ne, da läuft doch noch einer! Ich Blindfisch! Hat einen Hit. Hat einen Hit, ist down. Nice, perfekt. Da rennt auch noch einer. Den kriege ich aber wahrscheinlich nicht mehr. Dafür bin ich zu langsam. Nein! Okay, aber in dem Haus geht es anscheinend übel ab. Hallo? Ist jemand im Tower? Ich kann dich hören, Bro. Anscheinend möchtest du nicht mit mir reden, kann das sein? Ah ja. Deine Granate kannst du gleich mal woanders hinschmeißen. Ich glaube, der ist ab. Der ist ab, der ist weg. Oder ich habe ihn doch erwischt und der hat sich halt hier wieder durch die Wand gebackt. Man munkelt, das könnte wahr sein. Na, von... Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der chillt da unten. Ah, der ist oben. Hab ihn. Nice, der ist gleich umgekippt. War ein sauberer Headshot, Leute. Er hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Das habt ihr gesehen. Er hat zuerst geschossen. Okay, ich würde sagen, ich bleibe jetzt gar nicht mehr hier im Tower. Wir bewegen uns jetzt auch ein bisschen weiter. Sonst wird es einfach zu langweilig, Leute. Jetzt mal Richtung Prison. Prison ist offen. Schüsse auf mich, Schüsse auf mich. Oh, du kleiner Sack. Ich blute nicht, Gott sei Dank. Okay, der will einen Fight. Der will einen Fight. Hey buddy, so we can do it friendly, team up, you know? Wir können das auch freundlich lösen. Ja? Yeah? Okay, so. It's okay, so friendly, team up. Ja, nee, ich dachte, du knallst mich, der darf man nicht sehen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Du bist nicht zufällig in den Tower gerannt, oder? Mit einer Granate. Nee, bin ich nicht. Ich bin okay. Gerade erst draufgesprungen. Ich hatte einen Fehler und dann bin ich draufgesprungen. Ah, okay, okay, okay. Nee, weil gerade eben wollte einer im Tower mich mit einer Granate. Nee, passt, okay, perfekt. Ja, das definitiv. Bloß er hat's nicht geschafft. Also hier liegt noch eine M4, wenn du brauchst. Im Eck. Oh, bei uns ist die Tür aufgegangen. Hab ich. Nice. Hab ich. Oh, ich hätte vielleicht auch gleich mit ihm reden können, aber das war zu schnell. Hier in die Wand ist er geglitscht, hier rein. Nein! Jetzt kriegen wir einen Server-Restart, Leute. Du wurdest aus dem Spiel entfernt. Schon wieder. Also Leute, jetzt kriegt ihr mal eine Ansage von mir. Wenn ihr einen Server mietet und ich baller euch über den Haufen, ihr hättet die ganze Zeit mit mir reden können und ich hätte nicht geschossen. Wer aber da jetzt einfach reinrennt und dann gekillt wird von mir und mich dann aus einem Spiel wirft, das ist schlimmer
wie ein Combat-Logger. Wirklich, Leute, was seid denn ihr für Pussys, wirklich einen Server zu mieten, einen Deathmatch-Server daraus zu machen? Dann kriegt ihr die Hucke voll und dann schmeißt ihr die Leute, weil sie gut sind, vom Server? What? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, oder? Hallo, Buddy? Hallo? Kannst du reden? Can you talk? Buddy, I see you on the floor. So maybe we can talk and team up. Das Problem ist, wenn ich jetzt runterrenne, kann es halt sein, dass er direkt hier auf die Treppe glotzt. Komm. Der ist raus. Anstatt mit mir zu reden. Hey Buddy, you still there? Ja, Bro, also, wenn man so doof ist und nicht mit mir redet, Mann, warum? Du hättest doch einmal mit mir reden können, Bro. Das ist, ja, es tut mir jetzt voll leid für den Dude. Redet doch einfach mit mir. Hey, Buddy. Gott, ich bin voll der Bambi-Killer, Leute. Ich habe ein verdammt schlechtes Gewissen jetzt. Aber die hören mich doch auch laufen, oder? Die hören mich doch auch. Es ist doch nicht so, dass nur ich die höre. Und jetzt gleich werde ich wieder rausgeschmissen, weil ich den Admin gekillt habe. Kleines Update. Nachdem ich diesen Bambi erschossen habe, hat mich Karma nicht nur einmal, sondern auch zweimal erwischt. Und deswegen bin ich wieder wo ganz anders auf dem Airfield. Wuhu. You killed me, now you die. So macht man das, liebe Leute. Ganz easy peasy. So. Du hast mich gerade eben getötet vor einer Sekunde und hast noch nicht mal mein Zeug eingesammelt. Du hast mich einfach nur gekillt. Ja, ich würde mal sagen, wieder back to the roots, bis auf meinen Kopf. Die Kopfbedeckung habe ich jetzt nicht, aber... Ey, was macht das schon? Da läuft einer. Yo, ist dead. Da hinten läuft auch noch einer. Aber der da hinten war ein Bambi. Würde ich jetzt ungern töten. Okay, ganz kurz chillen. Kann ich nochmal nachladen? Nein, ich habe nur noch 5 Schuss. Perfekt. Mal kurz abwarten. Ich weiß nämlich nicht, ich würde ganz gern den einen da gerade looten. Aber der hatte wohl ein bisschen was. Gucken wir mal. Ah ja. Oh shit. Oh shit, das war... Oh Gott, das war derselbe. Das war derselbe, oder? Der hat sich an mich rangepusht und hat mich nicht gesehen. Geh erstmal ganz kurz weg hier. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Oh mein Gott. Krank. Okay, das war krass. Das war Glück. Das war Glück. Da ist einer. Ich weiß zwar nicht, ob der war, glaube ich, planlos ohne Ende, Leute. Okay, da jetzt hier keiner in dem Tower ist, würde ich auch wieder weiter pushen. Ich würde mal gucken, dass ich vielleicht Richtung Prison kurz komme. Bei den Silos geht es ja eigentlich immer gut ab, Leute. Ich merke gerade, dass ich keinen Dosenöffner habe. Sehr belastend. Ich muss da nochmal rüber. Der Typ muss in einem Rucksack einen Dosenöffner gehabt haben. Oh shit. Wenn das jetzt mal nicht mein Tod ist. Oder dem sein Tod. Oh Gott. Was geht ab? Auf wen hat er geaimt? Mach schnell alles zu.
Kriege ich dem seine Leiche? Wahrscheinlich nicht. Oh, shit. Wer ist das denn? Wo kommt denn der her? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was ist denn hier los? Was geht hier ab jetzt gerade, Leute? Und was mit dem los war, weiß ich auch nicht. Leute, alles, was ich will, ist ein Dosenöffner. Danke. Holy shit! Okay, ich habe keine Munition mehr. Habe ich, warte mal, für die andere AK, hatte ich da noch was? Ja. KA, perfekt. Ich bin einmal weg, Leute! Ich weiß nicht, ob der mich gehört hat. Anscheinend ja. Aber sein Aim war ultra schlecht oder er hatte keine Muni mehr. Da bandagiert sich einer. Okay, Leute, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Der wollte gerade mit mir reden und ich habe ihn einfach in den Haufen geballert. Ja. Holy shit, was geht hier ab? Ich will nur kurz ein paar Bissen nehmen. Hallo? Hallo? Hallo. What's up, dude? Not bad, you? Not too much, man. So, where are you? Are you in the building? Coming up the stairs. Yeah, I'm coming up the stairs. You coming up the stairs, so you friendly? Yeah, friendly. Are you? Okay. Yeah, me too, so... Are you sure? Yeah, are you sure? You know that's DayZ. Oh my god. I've seen you once before today. Okay, so no problem. Then come upstairs. Okay, so, okay, we doing trust test, okay? I put my gun away and I come down to you. But don't come down, bro. I'm in the room on the top floor. Ah, you on the roof. No, I'm on the same floor as you, bro. I'm in the room. I just spawned back in. Okay. So I put my gun away and I come upstairs. My gun's away too. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihm vertrauen können, Leute. Stand at the top of the stairs waving. Okay, I'm coming. Nice, perfect, man. Nice. Nice to meet you, man. Sorry I'm killing you. No, you're... Fine, okay. Fine. I'm not gonna go cold on you, don't worry. I'm not just gonna... Okay, what's the plan? What do we have to do? So now I'm just looking for people to kill. Okay, so... I know, the silos. You know at the silos? Here in front? Yeah, over there. Yeah, there's a lot of people. I'm coming from there and I killed 3 people or something to come inside this tower. Yeah, see, I normally head straight back to here because there's always someone in here. Okay. Someone in the ACC, but obviously it's me and you at the moment. But empty. In a minute, they always do. Yeah, should we push outside? Well, if you want to push outside, let's go. Yeah, okay, let's go. Oh, there's someone here. Where? Oh, yeah. Hey, Baron. Oh, Baron, I killed Baron 5 minutes ago. Yeah, Baron's here. I just see his name come up on the chat. Baron, can you hear me? Take it easy. Bro? Baron, my friend. Now we are best friends. Baron, dude. He's Baron. He's over that. Yeah, you're very quiet, man. Is that him sitting there? Or is that a Yeah, guy? I killed this guy. Crazy, I know. Nice flashback. No, it's good. Oh, holy shit! Oh nein! Jetzt habe ich ganz kurz nicht aufgepasst, Leute. Ach, verdammt. Ich versuche jetzt natürlich gleich wieder zu diesem Mate zu kommen, Leute. Das ist Karma, wenn man Leute erschießt, die sich gerade bandagieren oder Bambis killt, dann passiert das. Das ist ganz normal. Ich probiere jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich zu ihm zu kommen.
Hey, Buddy. Hey, Bro. Baron, man. Why? Okay, jetzt musste ich ihn natürlich töten, weil er gesagt hat, er hat mich getötet. Ja, ich glaube, er hat ihn auseinandergenommen. Ich glaube, der hat uns beide gekillt hier. Belastend, Leute. Aber es bricht jetzt auch die Nacht herein, liebe Leute. Und ich würde sagen, in diesem Sinne wären wir am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.